Die Vita des hochtalentierten ÖFB-Stürmers Arnel Jakupovic wird trotz seiner noch jugendlichen 20 Länze immer länger. Nachdem der Stürmer beim FC Empoli nur eine Nebenrolle spielt, bringen italienische Medien seinen Namen nun mit dem SK Sturm Graz in Verbindung. Denn der hochveranlagte österreichische U21-Nationalteamkicker könnte eine Hauptrolle im Peter Zulli-Deal zwischen Empoli und dem SK Sturm spielen. Der 25-jährige Peter Zulli steht bei den Italienern hoch im Kurs, Sturmsportchef Günther Kreissl schloss einen Abgang nicht aus, sprach bisweilen schon davon, dass der Transfer in den nächsten 48 Stunden möglich sei. Empoli müsse anscheinend 4 Millionen Euro für Zulli berappen, eine Summe, die die Italiener nicht stemmen wollen. Deswegen würde im Gegenzug Arnel Jakupovic Sturm Graz verstärken, auch um den Preis zu drücken. Dies berichtet zumindest Empolicalcio.it. Eine Leihe oder gar ein Transfer würde definitiv für alle Parteien Sinn ergeben. Jakupovic vermeldete bereits des Öfteren, Empoli liebend gerne verlassen zu wollen. Der SK Sturm ist zwar mit MKEZE, Philipp Hosina und Markus Pink personell in der Angriffsfront gut besetzt, qualitativ wollen die Blackies aber etwas machen. Der bei der Austria ausgebildete Jakupovic könnte die gewünschte Verstärkung sein. In 15 Einsätzen für die österreichische U21-Nationalmannschaft traf der Jungspund sechsmal, Trainer Werner Gregoritsch überhäufte ihn des Öfteren bereits mit Lob. Sein Vertrag ist allerdings bis zum Juni 2021 datiert.